Hey, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ja, heute geht es um diese drei kleinen Teile hier. Ich möchte mit euch ein Innen- und ein Außengewinde schneiden. In der Regel ein recht einfacher Vorgang, aber ihr solltet auf ein, zwei Sachen achten und die möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ganz, ganz wichtig, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt jetzt abonnieren. Unten rechts oder links findest du den Abo-Button und gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben, dann weiß ich, dass dir das Video weitergeholfen hat. Und somit können auch andere sehen, dass das Video sehr hilfreich ist bzw. lehrreich gewesen ist. So, viel Spaß. Und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Werkzeug. Ich werde dir alles, was ich jetzt hier in diesem Video verwende, unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich ist es sehr, sehr ratsam, euch einen Gewindeschneider-Satz zu kaufen. Ihr könnt das natürlich auch einzeln kaufen, aber ein Satz, das kauft man sich einmal und dann habt ihr das Ganze. Ich habe jetzt hier eins von der Firma Ruco HSS und hier auch noch mal eins für Edelstahl. Edelstahl ist noch mal ein bisschen härter. In der Regel reicht für den normalen Hausgebrauch ein HSS-Satz. Ja, dann braucht ihr noch Metallbohrer, Senker, ein Vorkörner, ein Schneidöl bzw. Schneidspray, einen Schraubstock oder Maschinenschraubstock, eine Schieblehre. Und natürlich ein Hammer, eventuell eine Tischbohrmaschine, Akkuschrauber geht auch. Ich kann euch aber wirklich eine Tischbohrmaschine empfehlen. Und natürlich dann das Werkstück, wo ihr ein Innengewinde oder ein Außengewinde schneiden möchtet. Und da ich euch jetzt das Thema sehr, sehr ausführlich erklären möchte, gehen wir jetzt erstmal gemeinsam den Gewindeschneidersatz durch. Also das ist nicht wirklich viel. Wir haben für unsere verschiedenen Innen- und Außengewinde dementsprechenden Vorschneider. Wir können jetzt M3-Gewinde schneiden bis hoch M12. Wir haben hier zwei Windeisen, einmal für das Außengewinde, einmal ein Schneideisen für das Innengewinde und einen Schraubendreher. Solche Sätze gibt es fangen glaube ich ab 20 Euro an. Dieses hier liegt glaube ich zwischen 10 bis 120 Euro. Die für 20 habe ich mir Anfang meiner Handwerkskarriere oder ich wollte gerade sagen hier meine YouTube-Karriere habe ich mir auch gekauft. Das Problem ist einfach bei denen die Qualität, sprich das Guss, wenn ihr damit arbeitet, zerbricht ganz schnell. Und dann ist die Verletzungsgefahr ziemlich groß, dass ihr euch da die Hände aufschneidet, weil ihr ja die Kanten dann sehr, sehr scharfkantig sind. Dann brechen auch ziemlich gerne dann diese Vorschneider ab, beziehungsweise die Gewinde, die schneiden, gehen kaputt. Also da habt ihr nicht wirklich viel Spaß dran. Ihr könnt es gerne versuchen. Ich kann euch aber diesen Satz wirklich empfehlen. Und jetzt schauen wir uns mal die Vorschneider an. Wir haben jetzt hier M12-Gewinde bzw. pro Gewindegang haben wir immer drei Vorschneider. Und die unterscheiden sich ganz, ganz stark daran, dass sie unten Ringe haben. Also der eine hat keine, der hat zwei, der hat ein. Sprich, wir fangen mit den ersten an. Und wenn ihr hier genauer hinschaut, seht ihr schon, dass die Schneiden nicht richtig ausgearbeitet sind. Der zweite wiederum etwas mehr. Und beim letzten nehmen wir dann oder schneiden wir komplett das gesamte Gewinde hinein. Warum, weshalb? Ganz einfach, wenn wir jetzt mit den ersten anfangen würden, beziehungsweise den ohne Ring, komplett das Gewinde reinschneiden, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass wir diesen Vorschneider kaputt machen, dass hier die Schneiden abbrechen oder dass der Gewindegang am Ende nicht sauber ausgeführt ist, beziehungsweise dass so schwergängig ist, dass wir gar kein Gewinde hineingeschnitten bekommen. Deswegen gibt es hier diese drei. Es gibt auch mittlerweile heute Sets mit ein. Die sind dann anders aufgebaut. Aber bei diesem Satz ist es so, dass wir drei Vorschneider haben und die solltet ihr auch verwenden. Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und beim Außengewinde ist es so, da gibt es nur einen Gewindegang und den haben wir dann dementsprechend auch immer hier platziert. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir jetzt ein 10er Innengewinde schneiden. Sprich, ich habe jetzt hier so ein Stück Stahl, was eine Dicke von 15 mm hat. Und wir müssen jetzt erstmal ein Loch hineinbohren. Ich empfehle euch wirklich, das Ganze nicht mit dem Akkuschrauber zu machen. Das ist einfach unsere Ausgangsposition für ein gerades Gewinde. Und bei einer Standbohrmaschine ist es natürlich zu 100% gegeben, dass das gerade ist. Natürlich solltet ihr das auch vernünftig und gerade einspannen mit einem Maschinenschraubstock. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Es gibt noch ein weiteres Video, wo ich euch erkläre, ich glaube, 8 Gründe sind es, warum eure Bohrer zu Hause abbrechen und wie ihr das Ganze verhindern könnt. Das werde ich euch mal hier oben verlinken. Das Kernloch bzw. die Bohrung, die wir jetzt bohren, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ich will jetzt einen 10er Innengewinde schneiden
Und was für ein Loch muss ich denn jetzt da bohren? 10? Nein, wir müssen ja oder wir brauchen ja noch Material zum Wegschneiden. Und zwar gibt es da eine Tabelle, die werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du das Ganze dementsprechend nachlesen, was für ein Gewinde, was für ein Kernloch du benötigst. Und das ist in dem Falle jetzt ein 8,5 mm Metallbohrer. Und damit bohren wir dann unser Kernloch. Ganz, ganz wichtig ist auch hier wieder, das Ganze zu schmieren. Ich verwende jetzt hier, beziehungsweise habe ich für mich persönlich rausgestellt, ich verwende gerne ein Schneidöl. Das ist kein Spray. Schneidöl, da müsst ihr pumpen und dann kommt vorne ein Öl rausgeschossen. Beim Schneidspray ist es so, dass wir, ja, wie bei einer Deo-Flasche, eine kegelförmige Sprühform haben. Und das ist... Kann man auch verwenden, dass das überall abgedeckt wird, aber ich finde, für mich persönlich jetzt, um ein Gewinde zu schneiden, verwende ich lieber dieses Schneidöl, beziehungsweise Spray steht ja auch drauf. Ist auch ein Spray, aber man kann es halt viel besser dosieren, finde ich. So sieht jetzt unser Kernloch aus, 8,5 mm, wirklich sehr, sehr sauber gebohrt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Innenwandung ist wirklich sehr, sehr sauber ausgeführt. Kann ich euch natürlich auch empfehlen, hier von Ruco. Ein Metallbohrersatz, wirklich ganz, ganz klasse. Ich hatte auch gerade auf Instagram erwähnt gehabt, dass ich mich beim Saubermachen der Bohrer, beziehungsweise von dem 8,5er, geschnitten habe. Ich habe die wirklich nur in Papier eingelegt und leicht gedreht und zack, habe ich mich geschnitten. Und ja, sehr, sehr scharf, spricht für sich. Bevor wir jetzt das Gewinde schneiden, solltet ihr natürlich hier das Ganze entgraten. Einmal A, Verletzungsgefahr, damit wir uns keinen Splitter zufügen. Oder einmal B, damit der Vorschneider wirklich schön sauber ins Material eindringen kann. Und dazu nehmt ihr einfach hier einen Kegelsenker. Das Ganze könnt ihr auch gerne mit den Akkuschraubern dann machen. Auch wieder kühlen und dann senkt ihr das ganze Material. Natürlich jetzt nicht zu wenig, wie jetzt hier zu sehen ist. Man sollte schon, wie jetzt hier, sehen, dass das Ganze gesenkt ist und dass unser Vorschneider schön eindringen kann. Und jetzt können wir auch loslegen mit unserem Gewindeschneiden. Ich habe das Ganze jetzt hier ein bisschen eingeölt. Und ihr seht, das Schöne ist halt, der Ölfilm bleibt halt bestehen. Dann brauchen wir unsere drei Vorschneider. Und wir fangen natürlich jetzt an mit dem ersten Ring. Und dann das Windeisen hier. Und das könnt ihr ganz einfach dann einspannen und dann festschrauben. Es fungiert so Art wie eine Zwinge. Und dann setzt ihr dann an und ihr merkt, er rutscht schon rein. Ist also gar nicht so schwer. Das kannst du noch mal ein bisschen ölen. Und wichtig ist jetzt, wenn wir das jetzt ansetzen, wie ihr das sehen könnt, das sollte ziemlich gerade sein, das Eisen. Und zur Hilfe könnt ihr dann einen 90-Grad-Winkel nehmen. Den solltet ihr immer parat haben und dran halten, damit das Gewinde auch wirklich gerade ist. So, und dann geht's los mit der eigentlichen Arbeit. Wir schneiden das Gewinde 2, ich mache jetzt mal 3, also normalerweise 2 Umdrehungen rein und dann eine Dreiviertel Umdrehung zurück. Nochmal 1, 2 und eine Dreiviertel zurück und dann hört ihr es. In dem Fall jetzt nicht, aber dann knackt es meistens immer so. 1, 2, 3 Viertel zurück. Und dann brechen wir den Span. Das werden wir vielleicht nachher nochmal richtig hören. Zwischendurch wieder ölen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ist natürlich ein bisschen schwer. So. Und dann wieder heraus. Da haben wir quasi das erste Vorgewinde geschnitten. Man sieht, hier klebt auch ein bisschen Span dran. Im Drinnen können wir ein leichtes Gewinde sehen. Das Ganze wieder ein bisschen ölen. Und dann nehmen wir den zweiten Ring. Im zweiten Ring genau dasselbe. Das Ganze wieder gerade ansetzen. Und das müsst ihr, jetzt ist er übertrieben schief, das müsst ihr wirklich jedes Mal kontrollieren. So, zack, jetzt hat es einmal geknackt. 1, 2. 1, 2. Knack. Und wiederholen.
Und bei den letzten Gängen, da merkt ihr richtig, dass das wirklich sehr, sehr leicht geht. Dann sind wir quasi durch und haben das Gewinde geschnitten. Und ihr könnt quasi das Ganze mit einem Finger wieder rausdrehen. Also das Ganze geht wirklich sehr, sehr leicht dann. Und dann ist quasi das Gewinde fertig. Was ich euch jetzt empfehlen kann, ist natürlich das Ganze nochmal auszupusten mit einer Druckluftpistole. Und dann könnt ihr auch, ich habe jetzt hier leider nur eine Gewindestange, und dann könnt ihr das Ganze auch prüfen, ob das passt. So, und wie ihr sehen könnt, naja, wir haben jetzt hier oben einen leichten Versatz. Ist nicht so exakt gerade, aber immerhin. Wie ihr gesehen habt, kein Hexenwerk und das Gewinde ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ihr seht wirklich, dass da nichts rausgebrochen ist oder abgebrochen ist von den Gewindegängen. Wenn ihr das jetzt falsch gemacht hättet, dann wäre das Gewinde nicht so wirklich sauber ausgearbeitet. So, und jetzt möchte ich mit euch nochmal ein Außengewinde schneiden und zwar beispielsweise jetzt hier, das ist eine Gewindestange und die könnt ihr theoretisch auch selber herstellen, indem ihr einen Rundstahl nehmt oder hier in dem Fall ein Rohr, spannt das Ganze schön sauber ein und dann müsst ihr einfach nichts tun, natürlich auch wieder versuchen, das Ganze ziemlich gerade einzuspannen und dann nehmt ihr das zweite Schneideisen, nehmt quasi den die Schneidvorrichtung oder den Schneidring, setzt den ganzen rein, upsala, jetzt ist mir eine Schraube runtergefallen, und dann habt ihr Schrauben, und damit könnt ihr das Ganze fixieren, und in der Mitte habt ihr auch eine Zentrierschraube, und hier natürlich auch den passenden Schraubendreher, und dann könnt ihr das Ganze handfest ziehen, damit das wirklich schön sitzt, und damit könnt ihr dann auch ein Außengewinde schneiden. Und das Ganze ist hier identisch wie mit unseren Innengewinde. Sie sollten vorweg das Ganze mit einer Feile ganz leicht eine Faser anschleifen, damit unser Eisen schön den Weg geführt wird. Dann setzt ihr das Ganze drauf. Und dann sollten wir das Ganze natürlich auch wieder vernünftig ölen bzw. schmieren. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder von oben Stück für Stück reindrehen, zwei Umdrehungen und dann wieder zurück. Dann bricht ihr quasi den Span. Und somit könnt ihr dann quasi bis zum Unendliche hineindrehen und könnt euch dann selber eine Gewindestange oder eine Schraube oder ein Außengewinde herstellen. Also auch eine ganz, ganz einfache Art. Ja, und so kann man das Windeisen verwenden. Wie ihr gesehen habt, war das wirklich nicht wirklich schwer. Natürlich solltet ihr das Ganze wirklich um einen 90-Grad-Winkel haben. Ansonsten ist das Gewinde schräg. Und ölen nicht vergessen, beziehungsweise schmieren. Und nach zwei Umdrehungen, eine Dreiviertel-Umdrehung wieder zurück, beziehungsweise eine Umdrehung. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, beziehungsweise weitergeholfen. Wenn ja, dann lass doch einen Kommentar da, beziehungsweise schreib mir mal einen Kommentar, warum, weshalb du ein Gewinde schneidest oder warum du dieses Video benötigt hast, würde mich mal interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk auf YouTube, beziehungsweise Sebastian. Ciao.